Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und ja, wir befinden uns heute auf Gomme und ihr seht schon in der Inventars, in der Hotbar, wir haben hier einfach einen Fidget Spinner, beziehungsweise ja, einen weißen Fidget Spinner. Und wenn ich jetzt hier mal drauf gehe, können wir die sogar ändern in hier so einen schwarzen, dann hier ein Crack-Gomme. Das ist aber so ein Crack-Gomme-Fidget Spinner. Also, ja, das heißt quasi aus, weil Nathan hat mir das gemacht, also... Er hat mir das quasi alles so eskaliert und alles, und auch die Schwerter, dass es halt dass es animiert ist. Das gucken wir uns aber gleich an. Und ihr könnt ab jetzt an seine E-Mail, die ich euch unten verlinken werde, könnt ihr euer Setup einschicken. Also einfach ein paar Bilder von eurem Setup, und er wird es quasi in seinem Video bewerten. Er wird da ein neues Format draus machen, was ich ziemlich cool finde, weil er hat ja so dieses krasse Setup und so. Und er möchte jetzt quasi Setup von uns, also von unseren Abonnenten halt, möchte er so ein bisschen bewerten. Und da könnt ihr gerne euer Setup einschicken. Das Lustige ist, es geht aber auch hier so in der Community. Also wir haben jetzt hier den kleinen Fidget, also den Crackomer Fidget Spinner, als leckt kurz. Dann das hier ist der alle Anzeigen. Wir kann mal schauen, guck mal, die laufen auch alle mit dem Fidget Spinner rum. Warte mal, ich geh mal vor, vielleicht läuft der gerade Bizeps oder so mit dem Fidget Spinner rum. Guck, schaut Leute, hier, der hat auch so einen Fidget Spinner in der Hand einfach. Oh mein Gott, ich fände es richtig lustig, und die Leute, die ich jetzt fragen, wie die das gemacht haben, wir haben es aber in einem Texture-Pack geändert, und ich wollte nur mal sagen, wegen letztem Video gab es ja wieder extremst Hate einfach, weil das Leute einfach so richtig ernst genommen haben, dass ich quasi hier diese Bedwars-Taktik vorgestellt habe. Und ich weiß nicht, man hat es glaube ich nicht so richtig gemerkt, dass es eine Parodie war, aber es war tatsächlich eine Parodie und war auch gar nicht ernst gemeint und so. Es haben vielleicht, ja, oh, ich glaube, das geht einfach immer noch nicht mit diesem Schwert, das hat er gar nicht, richtig beachtet. Und jetzt, Leute, jetzt kommt, ohne Scheiß, das ist krass, das habe ich schon auf Twitter gelesen, man kann wieder meinen Namen in den Chat schreiben. Das ist einfach, da muss ich aber mal Danke sagen an Gomme. Ich meine, ich finde, man sollte mal wieder Danke sagen an Gomme, beziehungsweise an diesen, an den Typ, der diesen Namen wieder draußen entfernt hat. Craig Gomme kann man auch wieder schreiben und McDöner HD kann man auch wieder schreiben. Das fand ich ziemlich nice. So, hier haben wir das Holzschwert. Ja, jetzt boxen wir uns hier mit so nicht fertigen Texturen. Das ist auf jeden Fall nicht so geil. Ja, ich bin richtig scheiße in QSG. Ich habe heute immer allzu viel Zeit, deswegen will ich aber sagen, war's mit dem kleinen Video. Ich habe noch ein paar Videos so geplant für Wochenende, aber die sind halt ein bisschen mehr aufwendiger. Und da muss ich erstmal so die Zeit und alles für finden. Aber wenn das klappt, dann wird es auf jeden Fall, ich habe es auch schon auf Twitter angeteasert. Und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch in Real Life so einen Fidget Spinner habt. Also ich habe mir so einen richtig, richtig coolen bei Amazon bestellt. Den Link werde ich hier unten in die Videobeschreibung packen. Und nein, ich bekomme kein Geld dafür, dass ihr da draufklickt. So wie es die meisten anderen YouTuber machen. Ich will den einfach nur so verlinken und ich finde ihn ziemlich cool. Und ja, und ob ihr sowas eigentlich unnötig findet, weil ich finde, ich mag die Teile eigentlich so für Zeitvertreib und so. Vielleicht werden noch mal ein paar Videos auf Joscha kommen zu den Fidget Spinners. Mal schauen, und da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.